Na, das hat mich gar nicht begeistert. Sagen wir doch manchmal, gell? Das hat mich gar nicht begeistert und fand ich gar nicht gut. Gestern Morgen war ich begeistert. Ich war begeistert von einem wunderschönen Gottesdienst mit toller Musik, toller Atmosphäre. Und in diesem Gottesdienst wurden 18 junge Frauen und Männer aus unserer Pfarrgruppe von Ehrendomkapitular Michael Ritzert gefirmt. Schön, dass ihr jungen Leute euch einlasst auf Gott und auch hier auf die Pfarrei. Schön, dass ihr euch begeistern habt lassen von der Firmenvorbereitung und dass ihr das, was eure Eltern in der Taufe grundgelegt hatten, jetzt weiter ausbauen wollt. Dass ihr sagt, ja, ich will als Frau, als Mann, Christin, Christ in meiner Kirche sein und ich will auch hier in meiner Pfarrei mitarbeiten. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wo ihr euch engagieren könnt. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich die einen und den anderen von euch immer wieder an verschiedenen Stellen treffe. Das kann gerne im Gottesdienst sein, es kann bei unseren Messdienern sein, im Pfarrgemeinderat, in der Valentinusbühne, in den verschiedenen Musikgruppen, die wir haben oder an all den Stellen, wo man sich gut engagieren kann. Glaub mir, wir haben hier eine nette Pfarrgruppe, das kann ich als Zugereister sagen und Menschen, die offen sind und einen gerne aufnehmen. Und ich wünsche mir, dass diese Begeisterung, die spürbar war gestern Morgen im Gottesdienst, euch auch weiterträgt, euch näher zu Gott bringt, euch wachsen lässt und euch auch viele gute Beziehungen in der Kirche knüpfen lässt, die euch dann das Leben tragen. Ach ja, Begeisterung. Heute im Evangelium, haben Sie das gehört? Da kommt ein junger Mann zu Jesus und sagt, Mensch Jesus, ich mache alles, was du willst von mir. Ich höre auf deine Gebote, ich spende für die Armen, ich mache das, ich mache jenes, ich gebe mir ganz viel Mühe, um ins Himmelreich zu kommen. Jesus schaut ihn an und umarmt ihn und drückt ihn und hält ihn lieb und fest. Und dann fragt ihn der junge Mann, muss ich noch irgendwas tun? Und dann sagt Jesus, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, dann verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und dann folge mir nach. Daraufhin geht der junge Mann traurig weg. Und Jesus sagt dann diesen Satz, den wir alle sicherlich kennen: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Himmelreich kommt. Daraufhin sind die Jünger und alle Umstehenden sehr bestürzt und sagen: Wer kann dann noch in den Himmel kommen? Und da sagt Jesus: Ja, für Menschen ist es schwierig, aber für Gott ist nichts unmöglich. Da hat dieser begeisterte junge Typ wirklich von Jesus eine kalte Dusche gekriegt. Da strengt sich dieser arme Mensch so an, um in den Himmel zu kommen und geht da hin und denkt, eigentlich mache ich alles richtig. Er freut sich, dass er umarmt wird. Er freut sich, dass er in der Umarmung Jesus Wärme und Zuneigung spürt. Und dann kommt diese kalte Dusche. Dann geh und verkauf alles und folg mir nach und gib's den Armen. Eine ganz schön harte Forderung von Jesus. Und ich glaube, der junge Mann war traurig. Aber warum sagt Jesus das? Gefällt sich Jesus darin, uns Menschen Forderungen zu stellen, die wir nicht erfüllen können? Oder hat es vielleicht einen ganz anderen Hintergrund? Vielleicht spürt Jesus, dass dieser junge Mann alles tun will, um Jesus nachzufolgen, um Jesus nahe zu sein, und dass er die Latte immer wieder höher und höher und höher legt. Und darum kriegt er so einen radikalen Satz zu hören. Denn vielleicht kommt es gar nicht so darauf an, was wir tun und was wir leisten, um Jesus nahe zu sein, sondern vielleicht ist es viel wichtiger, ihm zu vertrauen, dass er uns gerne hat und dass er uns umarmt. Ich glaube eben nicht, dass Gott im Jenseits Strichlisten führt, was macht dann der Diakon an Gutem und wenn er genug Punkte erreicht hat, kommt er in den Himmel. So nach dem Motto, ab 5% Himmel, weniger leider. Außerhalb. Ich glaube nicht, dass Gott ein kleinlicher Buchhalter ist, der zählt, was ich tue oder nicht tue, um dann am Schluss der Entscheidung zu treffen, fast wie bei einer Excel-Tabelle. Daumen hoch oder runter. Ich glaube vielmehr, dass Gott mich in der Taufe angenommen hat und dass Gott mich liebt und dass Gott mich annimmt, ohne dass ich etwas leiste. Ich glaube sicherlich, wenn ich diese Gebote Gottes befolge, dass ich hier im Diesseits schon gut lebe und vielleicht auch anderen gutes Leben ermögliche. Aber ich glaube nicht,
dass ich mir den Himmel unbedingt verdienen muss. Und vielleicht wollte Jesus genau das dem jungen Mann klar machen. Du musst dir nicht den Himmel verdienen. Du machst schon so viel. Das ist doch eigentlich gut. Hör auf zu fragen, was muss ich noch mehr tun? Was muss ich noch mehr leisten, um nah bei dir zu sein und um in den Himmel, um das Reich Gottes zu kommen? Sei doch einfach mal ein bisschen entspannt. Und dann kam eben noch dieser Vergleich mit dem Kamel, das durch ein Nadelöhr gehen muss, der ja fast schon ein bisschen humoristisch ist. Stellen Sie sich das mal vor, wie Sie das Kamel hinten am Schwanz nehmen und langsam durch das Nadelöhr durchziehen, fast wie so eine Witzfigur-Comic, und es so ganz langsam durchgepresst wird. Schwer vorstellbar. Wie gesagt, ich glaube, Jesus wollte eher sagen, du machst eigentlich schon genug, verlass dich auch ein bisschen auf meine Zuneigung, meine Liebe zu dir, auf meine Gnade, und da wird dir schon das Heil zuteil. In diesem Sinne, es ist gut, wenn wir die Gebote Jesu befolgen. Es ist gut, wenn wir uns bemühen, gute Christinnen und Christen zu sein, die Welt hinaus zu wirken. Und es ist gut, wenn wir die Gebote ja wirklich ernst nehmen und nicht denken, der liebe Gott macht schon richtig. Aber es ist auch wichtig, sich auf den liebenden Gott zu verlassen und eben nicht in ihm einen kleinen Buchhalter zu sehen. Ich lade Sie ein, dass wir heute Abend nochmal ein Vater Unser beten für unsere Firmenkinder, für unsere Firmlinge, für die jungen Frauen und Männer, die zur Firmung gegangen sind, dass dieser Geist, den sie hoffentlich gespürt haben, in ihnen aufblüht, auflebt und dass sie begeisterte und begeisternde Christinnen und Christen werden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Kommen Sie morgen gut in die Arbeitswoche. Kids, schöne Ferien wünsche ich euch. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen am nächsten Sonntag. Bis dahin bleiben Sie behütet. Und so segne und behüte euch und alle, die ihr gerne habt, Gott, der euch gerne hat, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis bald.